The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das ewige Leben beginnt jetzt. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Die Auferstehung Jesu war ein Beispiel der endzeitlichen Auferstehung all derer, die in ihm entschlafen sind. Der Christ mag sterben, doch das Leben Christi ist in ihm. Und bei der Auferstehung der Gerechten wird er zu neuem Leben erstehen. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Hier wird nicht vom physischen Leben gesprochen, sondern von der Unsterblichkeit, dem Leben, das ausschließlich Gottes Eigentum ist. Das Wort, das bei Gott war und Gott war, hatte dieses Leben. Körperliches Leben ist etwas, das jeder Einzelne erhält. Es ist nicht ewig, nicht unsterblich, denn Gott, der Lebensspender, nimmt es wieder. Der Mensch verfügt nicht über sein Leben. Aber das Leben Christi war nicht geborgt. Keiner kann dieses Leben von ihm nehmen. Ich gebe es selbst dahin, sagt er. In ihm war Leben, ursprünglich nicht geborgt, nicht von irgendwoher hergeleitet. Dieses Leben wohnt nicht im Menschen. Er kann es nur durch Christus besitzen. In seiner menschlichen Natur war Christus, was sein Leben betraf, vom Allmächtigen abhängig. In seinem Menschsein klammerte er sich an die Göttlichkeit Gottes. Jedes Mitglied der Menschheitsfamilie hat das Vorrecht, dies zu tun. Wenn wir unsere Übertretung bereuen und Christus als den Lebensspender annehmen, werden wir eins mit ihm. Und unser Wille wird mit ihm, dem göttlichen Willen, in Übereinstimmung gebracht. Wir werden Teilhaber am Leben Christi, das ewig ist. Wir erhalten von Gott Unsterblichkeit, indem wir das Leben Christi empfangen. Denn in Christus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Dieses Leben ist die geheimnisvolle Einheit und Zusammenarbeit des Göttlichen mit dem Menschlichen. Christus wurde ein Fleisch mit uns, damit wir mit ihm ein Geist würden. Kraft dieser Verbindung werden wir aus dem Grab herauskommen. Nicht nur als Offenbarung der Macht Christi, sondern weil durch den Glauben sein Leben unser Leben geworden ist. Alle, die Christus in seinem wahren Wesen erkennen und ihn in ihr Herz aufnehmen, haben ewiges Leben. Durch den Geist wohnt Christus in uns. Und der Geist Gottes, durch den Glauben ins Herz aufgenommen, ist der Anfang des ewigen Lebens. The Lord is coming. Are you ready?